Moin Leute, ich war heute im Lego Store Hamburg und habe ein paar Sachen geshoppt. Hab mir 5 Becher aus der Pick-a-Brick-Wall mitgenommen. Hab mir ein paar Minifiguren mitgenommen. Als Bonus gab es noch die Rakete, die hatten sie noch auf Lager. Sowie aktuell dieses Polybag von diesem Pelikan. Und mein Sohn hat hier die Mini-Bauaktion machen können. Und hat hier diesen kleinen Friends Eiswagen gebaut. Ja, ich habe mir ein paar Sachen mitgenommen. Und zwar habe ich mir 2 Becher. Ja, einer ist hier noch. Ich habe das mal einmal umgefüllt, um gleich einen Vergleich zu haben von den blauen transparenten Fliesen mitgenommen. Als Vergleich habe ich hier meine hellblauen transparenten Fliesen, das sind irgendwas über 1000, 1100, 1200, ich bin mir nicht sicher. Das habe ich hier gerade eben mal geschätzt, habe hier so 50, 60 Fliesen in die Noppe reingepackt und dann einfach abgefüllt. Das muss irgendwas bei 1500, wenn nicht noch ein bisschen mehr sein. Ja. Für diese Fliesen habe ich 100 € bezahlt. Und ein Becher 17,24 €, da ich ja meinen eigenen schon mitgenommen habe. Also es ist manchmal schon ganz schön krass, wie gut man dann doch bei der Pick-a-Brick-Wall wegkommt. Also super Deal, zweimal ein Becher voll. Ja. Dann holen wir mal die Schüssel hervor. Oder die Sammlerbox besser gesagt. Und dann gucke ich mal, was ich hier noch so mitgenommen habe. Ja, ich war ganz überrascht, nachdem ich ja letztens meinen Ariel-Mock für meine Tochter gebaut habe. Ja, gab es einen Haufen goldene Zäune. Dann habe ich mir ja letztens schon mal diese 2x4er Fliesen in diesem Türkis geholt. Jetzt gab es diese abgerundeten in Dark Red und in diesem Türkis. Habe ich mir auch mal ein paar gegönnt. Ja, nochmal 1x1 in Rund, transparent und in Gold gab es welche. Ja. Dann nochmal ein paar 1x2er Fliesen in Weiß. Und was haben wir hier noch drin? Die 1x4er Fliesen in Dark Green. Dann schubsen wir mal den nächsten Becher rein. Na, das macht bestimmt gleich noch Spaß beim Sortieren. Ja, hier nochmal weitere 1x2er Fliesen. Ich war mir erst nicht sicher, nehme ich noch mehr davon mit oder nicht. Ja, noch ein Haufen. Wieder 1x4er in Dark Green und dann hier. In diesem, was ist das? Earth Orange oder Medium Dark Flash? Ich weiß nicht genau, welcher Ton das ist, aber diese 1x2er Fliesen im Erdfarbenton. Ja, und zu guter Letzt, leider gab es wieder keine 2x4er in Dunkelgrau, auch nicht in Hellgrau. Hab mir dann 2x4er in Schwarz mitgenommen. Ja, wieder alles zusammengebaut, damit da mehr reinpasst. Und dann hier nochmal, die gab es in Hellgrau, die 2x6er. Plus noch ein bisschen Füll. Steinchen, ein paar runde, 1x1er, transparent in Rot. Kann man, oder kann ich für mein nächstes Mock gebrauchen. Ja, das war einmal Pick a Brick. Dann hier nochmal den Pelikan. Ist auch ein 3-in-1 Modell. Ich finde den Pelikan aber ganz witzig. Die Rakete, eigentlich wollte ich sie gar nicht haben. Hab mir, als es die dann gab,
nicht vorgenommen, extra was zu kaufen. Das hat sich jetzt durch den Kauf der Becher ergeben einfach und dadurch, dass sie noch vorhanden war. Ist auch eine der letzten Raketen. Ich glaube, die werden heute alle gehen. Und dann, ja, habe ich ja gehofft, dass es diese Ritter ordentlich geben wird. Ich habe ein Ritter nur zusammenbekommen, habe kein Schild gefunden. Dafür gibt es dann jetzt diese Meerjungfrauen. Und wer die Ariel hat, ich habe gerade die Haare hier hinten verloren. Stelle ich hier nochmal hin. Ja, nochmal die Ariel zum Vergleich. Ja, der Farbton vom Körper ist ein anderer. Und der Print ist ein bisschen anders gemacht worden. Aber so hat Ariel auch mal zwei neue Freundinnen. Ich habe noch einen Ritter bekommen, den ich für mein nächstes Mock brauche. Meine Tochter wird sich freuen über das kleine Auto. Ja, das war mein kleiner Haul. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn dann. Ciao.